Mit dieser neuen 110 kV Schaltanlage übernehmen wir die elektrische Leistung, die im neuen Kraftwerk Marzahn erzeugt wird. Aber dieser Netzknoten ist natürlich auch dazu da, um hier im Ostteil von Berlin eine sehr gute Infrastruktur zu haben, mit der wir die Bedarfe der Stadt zukünftig für die nächsten Jahre sicherstellen können. Ich freue mich besonders, dass wir mit GE einen sehr guten Projektpartner hatten, der uns diese tolle Anlage hingestellt hat und mit uns in Betrieb genommen hat. Und ich wünsche uns, dass wir viele, viele Jahre mit dieser Anlage sehr gut Betrieb machen können. Wir befinden uns hier im Herzstück des Netzknoten Ringstraße. Das ist im Hintergrund die 110 kV Schaltanlage. Es ist eine gasisolierte Schaltanlage mit insgesamt 23 Schaltfeldern. Hier haben wir zwei Kupplungen, drei Sammelschienen und insgesamt auch zwei Einspeisungen aus dem benachbarten Kraftwerk Marzahn, welches gerade eben auch neu errichtet wurde. An dieser Stelle befinden sich die 110 kV Kabelendverschlüsse. Hier werden die Kabel beispielsweise aus dem benachbarten Kraftwerk Marzahn verschaltet und der Strom fließt dann in diese Richtung durch den Stromwandler. Hier wird er gemessen, danach in den benachbarten Leistungsschalter. Hier an diesen Stellen wird der Strom ein- und ausgeschaltet. Und dann geht es weiter auf eine der drei Sammelschienen, wo der Strom im Nachgang auf zum Beispiel einen benachbarten Netzknoten oder ein Umspannwerk verteilt wird. Ja, hier befinden wir uns im Instrumentenraum. Dies ist der zentrale Raum, in dem alle Informationen und Stellungsmeldungen aus der Anlage zusammenlaufen und über die beiden Bedieneinheiten ausgewertet werden können. Im Normalfall wird der gesamte Netzknoten über die zentrale Steuerstelle ferngesteuert, kann aber auch von hier direkt gesteuert werden. Dies findet zum Beispiel statt während Inbetriebnahmephasen oder während der Störungsbearbeitung. Des Weiteren befindet sich hier im Instrumentenraum die Schränke für die zentrale Steuer- und Leittechnik, sowohl auch im rückwärtigen Teil die Schränke für die Zähler- und Messerfassung. Wir als GE Renewable Energy Grid Solutions sind sehr stolz darauf, bei diesem anspruchsvollen Projekt teilgewesen zu sein. Unsere kompakte Schaltanlage vom Typ F35 hat hier die Balance gefunden zwischen der Nutzung eines Bestandsgebäudes und der verbesserten Zugänglichkeit für das Betriebspersonal. Eine Anlage diesen Types ist auch darauf ausgelegt, zukünftig SF6-freie Isolationsgase zu verwenden. Wir bedanken uns bei allen Projektbeteiligten für die gute Zusammenarbeit, insbesondere natürlich bei der Stromnetz Berlin.